Hallo zusammen, heute zeige ich euch, wie ihr den Taekwondo oder Karate oder Kickboxgürtel richtig bindet und wie ihr euch damit euren Gürtelführerschein verdienen könnt. Okay, als erstes nehme ich beide Seiten des Gürtels exakt gleich lang zusammen. Die Mitte, die geschlossene Seite, lege ich jetzt ungefähr 5 cm unter meinem Bauchnabel. Als nächstes gehe ich mit beiden Seiten hinter meinem Rücken entlang, überkreuze und hier ganz wichtig, ich lege eine Seite drunter her und eine Seite drüber. Ich lege immer die von mir aus gesehen rechte Seite drüber, meine linke Seite drunter. Das Ganze so lange, bis ich wieder vorne bin. Okay, die rechte Seite, die obere Seite, geht jetzt unter beiden Seiten des Gürtels drunter her. Wichtig ist, dass ich die zusammennehme und unter beiden Seiten drunter hergehe. Hier kann ich meinen Anzug wieder ordentlich machen und das Ganze an die richtige Position bringen. Wichtig ist, den Gürtel hier noch nicht zu fest zusammenzuknoten, sondern schön locker zu lassen. Der nächste Schritt ist, ich drehe beide Seiten nach innen. Das wird oft vergessen, sodass der Knoten nachher auch vernünftig aussieht. Ich lege die obere Seite drüber und die Seite, die ich drüber gelegt habe, auch wieder drunter her. Kann man sich leicht merken, die obere Seite drüber, wieder drunter her. Und von hier kann ich den Knoten dann feste zusammenziehen. Okay, so dass der hinten ordentlich aussieht, nicht überkreuzt ist, sondern in einer Linie und vorne im besten Fall gleich lang zusammen. Okay, viel Spaß und Erfolg beim Üben.